Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem DIY-Olle YouTube-Kanal. Heute gibt es das 15. Türchen aus dem Hashtag Wir machen Weihnachten Adventskalender. Und heute habe ich eine coole Nähanleitung für euch. Ich zeige euch 5 Nähideen für Geschenke für Kinder. Und der Clou an der ganzen Sache ist, die haben alle mit Ausmalen zu tun. Denn dieses Video passiert wieder in Kooperation mit Pilot. Ich habe mit Pilot ja schon einige Videos gemacht und die kommen immer sehr gut an bei euch. In meinem letzten Video mit ihnen, beziehungsweise in meinem vorletzten sogar, habe ich mich ja Hals über Kopf in die Friction Pans verliebt. Das sind Stifte, die eine thermosensible Tinte haben und bei Hitze einfach verschwinden. Das heißt, ihr könnt die wegradieren. Ich schreibe damit auch super gerne. Das sind, ihr habt, also die gibt es als Kugelschreiber und als Filzer und als alles. Ihr könnt quasi mit dem Kugelschreiber einfach schreiben und den wieder wegradieren. Und das finde ich als Kreative, gibt mir das wahnsinnig viel Freiraum beim Schreiben. Aber darum geht es heute gar nicht. Heute geht es um die Filzstifte. Denn ich zeige euch Sachen, die ihr nähen könnt, mit Blankostoffen quasi. Und dann hat das Kind, was beschenkt wird, mit diesen Friction Pans die Möglichkeit, dieses Geschenk auszumalen. Und das Tolle ist, es ist halt recyclable, in dem Sinne, dass wenn es fertig ausgemalt ist, ihr einfach drüber bügeln könnt, dann ist es wieder weg. Und dann kann es neu ausgemalt werden. Und das ist gerade für Reisen und so weiter ziemlich cool oder wenn man unterwegs ist. Und wenn ihr das Bild so schön findet und es zu schade findet, um es wegzubügeln, macht einfach ein Foto von. Bleibt unbedingt bis zum Ende dran, denn ich verlose Stiftesets. So, dann würde ich sagen, reden wir gar nicht mehr viel um den heißen Brei herum, sondern legen wir gleich los. Für alle DIYs braucht ihr helle, einfarbige Baumwollstoffe, gegebenenfalls einen Textil- oder Permanentmarker, Nähutensilien, eine Nähmaschine, ein Bügeleisen und natürlich die Friction Pans. Kommen wir zur ersten Idee, eine bemalbare Stiftetasche. Schneidet euch ein Rechteck mit den Maßen 29 x 29 cm aus einem hellen Außenstoff, einem Innenstoff und einer Einlage, Fest oder Volumen, was ihr lieber mögt, zu. Bügelt dann alles einmal fix durch und bügelt dabei gleich die Einlage auf eine linke Seite des Stoffes auf. Legt dann die Stoffe rechts auf rechts zusammen und näht einmal drumherum. Lasst an einer der Kanten in der Nähe einer Ecken eine Wendeöffnung. Wendet dann das Ganze und formt dabei die Ecken gut aus. Bügelt das jetzt und klappt dann den unteren Teil 10 cm nach oben. Schneidet zwei Bänder zu und steckt sie an einen der Seiten zwischen die Stofflagen. Ich habe das hier leider vergessen und durfte später dann nochmal trennen. Näht dann einmal drumherum und schließt dabei auch die Wendeöffnung. Teilt dann den unteren Teil in so viele Fächer, wie ihr benötigt. Bei mir waren es 12. Der Abstand pro Fach sollte jedoch mindestens 2 cm betragen, sonst wird es zu eng. Näht dann im unteren Teil parallele Nähte ab für die Fächer. Achtet darauf, dass der Unterfaden die gleiche Farbe hat wie der Außenstoff der Tasche. Testet zwischendurch, ob eure Stifte auch wirklich reinpassen. Dann ist die Stiftetasche auch schon fertig und sie kann befüllt werden oder bemalt werden. Später dann einfach einmal mit dem Bügeleisen drüber, der Föhn tut es übrigens auch, und man kann die Tasche neu bemalen. Kommen wir zur zweiten Idee, ein magisches Malbuch. Schneidet hierfür 4x 20x 36 cm aus weißem Stoff und 2x aus einer festen Einlage zu. Bügelt die Einlage dann auf zwei linke Seiten der Stoffteile. Legt dann jeweils ein Teil mit und eins ohne Einlage rechts auf rechts zusammen und näht einmal drumherum. Lasst dabei wieder eine Wendeöffnung. Schneidet die Ecken zurück und wendet die beiden Teile. Bügelt die beiden Seiten dann noch und näht anschließend jeweils Nähfüßchen breit drumherum. Dabei schließt ihr auch die Wendeöffnung. Klappt ein Teil mittig zusammen und bügelt darüber. Legt es dann auf das andere Teil und näht an der Bügellinie entlang. Schon ist das Bilderbuch fertig. Wenn ihr mögt, könnt ihr noch Motive vormalen mit einem Permanentmarker oder einem Stoffmarker. Der muss dann gegebenenfalls noch durch Bügeln fixiert werden. Kleiner Tipp, hier könnt ihr auch zum Vorzeichnen die Friction Pans super benutzen, denn die gehen ja beim Bügeln ganz einfach wieder weg. Das Malbuch kann dann immer wieder neu ausgemalt werden.
Ich habe eine Mischung aus Seiten mit und Seiten ohne Motiv gewählt. So, kommen wir dann zur dritten Idee. Ein Turnbeutel zum Ausmalen. Schneidet euch hierfür zwei Rechtecke mit den Maßen 35 x 25 cm aus hellem Stoff zu. Zeichnet dann ein Motiv mit Textilmarkern vor. Auch hier könnt ihr wieder prima die Friction Pens zum Vorzeichnen benutzen. Achtet darauf, das Motiv nur bis 5 cm vom oberen Rand entfernt zu zeichnen. Setzt euch oben 5 cm von der Kante entfernt links und rechts jeweils 1 cm tiefe Einschnitte. Wiederholt dies auch auf dem anderen Stoff. Falte das obere Stück der linken und rechten Seite dann auf die linke Seite um und näht sie auf beiden Stoffen an. Falte dann die obere Kante erst 1 cm und dann nochmal 2 cm um und näht sie nah an der gefalteten Kante auf den Stoff an. So entstehen die Tunnelzüge. Das passiert auf beiden Stoffen. Schnappt euch zwei kurze Stücken Gurtband, klappt sie zusammen und steckt sie unten auf der rechten Seite fest. Lasst allerdings zur unteren Kante 2 cm Platz. Darauf kommt dann der andere Stoff mit der rechten Seite nach unten. Steckt alles ringsherum fest und näht an der linken, rechten und unteren Seite entlang. Ihr stockt oben jeweils direkt am Tunnelzug. Versäubert dann alle Kanten. Wendet den Beutel. Schnappt euch eine 2 Meter lange Kordel und zieht sie mit Hilfe einer Sicherheitsnadel von einer Seite durch den Tunnelzug und dann auf der anderen Seite wieder zurück. Schnappt euch dann ein weiteres 2 Meter langes Stück Kordel und fädelt sie entgegengesetzt durch die beiden Tunnelzüge. Testet die Länge eurer Kordeln und kürzt sie gegebenenfalls. Verknotet die beiden Kordeln dann unten mit dem Gurtband. Jetzt kann der Turnbeutel bemalt werden und beim Bügeln verschwindet das Ausgemalte wieder. Sollte es übrigens zu kalt werden, kann es passieren, dass die Farbe wieder zum Vorschein kommt, dann aber einfach nochmal drüber bügeln. So kommen wir zur Idee Nummer 4, eine Spielmatte zum Bemalen. Schneidet euch aus einem bunten Unterstoff, einem Bügelvolumenvlies und einem hellen einfarbigen Stoff für oben jeweils ein gleich großes Rechteck aus. Bei mir waren das 55 x 75 cm, aber das ist wirklich total egal. Bügelt das Volumenvlies auf die linke Seite von eurem einfarbigen Stoff. Zeichnet dann die Landschaft mit Friction Pens vor. Das Ganze könnt ihr wieder mit Textilmarkern nachmalen, aber eine andere Variante ist, das einfach mit einem Zickzackstich nachzumalen. Näht also mit einem Zickzackstich alle eure Linien nach. Benutzt hierbei am besten Garn in einer kräftigen Farbe. Bügelt dann das Ganze nochmal, damit die vorgezeichneten Linien verschwinden und die Nähte glatt werden. Legt dann Ober- und Unterseite rechts auf rechts zusammen, näht einmal drumherum und lasst eine Wendeöffnung offen. Wendet alles, formt die Ecken gut aus und bügelt die Decke noch einmal von oben. Näht dann einmal knappkantig um den Rand drumherum und schon seid ihr auch hier fertig. Die Landschaft kann nun ausgemalt werden und jedes Mal anders gestaltet werden. Dann einfach drüber bügeln und man kann eine neue Landschaft erschaffen. Jetzt kommen wir zur letzten Idee. Ein Stoffarmband, das immer wieder anders bemalt werden kann. Das geht wirklich super fix. Zwei Stoffe mit den Maßen 20 x 7 cm rechts auf rechts zusammenlegen und einmal drumherum nähen. Dabei wieder eine kleine Wendeöffnung lassen und das Ganze danach direkt wenden. Dabei wie immer die Ecken gut ausformen und dann kurz bügeln und von oben noch einmal absteppen. Jetzt muss nur noch ein Druckknopf angebracht werden und das Armband ist auch schon fertig. Es kann jetzt individuell gestaltet werden. Und wenn es nicht mehr gefällt, einfach drüber bügeln und neu bemalen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Die 5 Ideen für Geschenke für Kinder haben euch inspiriert. Und jetzt gibt's natürlich, wie versprochen, noch die Verlosung. Und zwar verlose ich dreimal die kompletten Friction Pen Sets.
Und alles, was ihr tun müsst, um eins von den Sets zu gewinnen, ist mir in die Kommentare zu schreiben, was denn eins eurer Lieblings-DIY-Geschenke für Kinder ist. Schreibt mir das einfach in die Kommentare. Ihr habt 3 Tage Zeit, also bis zum 18. Dezember. Drei Gewinne aus und lasse sie das per Kommentar wissen. Aber alle Infos zum Gewinnspiel findet ihr auch nochmal in der Infobox. An dieser Stelle auch nochmal einen ganz großen Dank an Pilot. Ihr findet in der Infobox auch nochmal die Links zu den Stiften und alle weiteren Links. Und wer es noch nicht gesehen hat, gestern gab es ein Video bei der lieben Jelena auf dem Kanal. Und der Hashtag Wir machen Weihnachten Adventskalender zieht morgen weiter zu dem Kanal von Liz und Swantje. Und vergesst nicht, wenn ihr was nachmacht von unseren DIYs und es postet, benutzt den Hashtag Wir machen Weihnachten, dann sehen wir das und freuen uns und überhaupt. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Weihnachtszeit. Bald ist es soweit. Und wir sehen uns übrigens am 18. wieder. Also schaltet am 18. wieder ein, da geht es dann hier auf dem Kanal weiter. Bis dahin, tschüss!